Weiter geht es mit einer neuen kriegssüchtigen Folge The Darkness. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Schlüssel bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Kriegsjunkies, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter, ihr wollt mich ein klein wenig supporten. Geht ganz schnell, geht ganz easy, einfach nur eine klitzekleine Bewertung reindudeln. Jede Bewertung, jeder Kommentar unterstützt mich. So, und wir, Albert, wir müssen die Kanone abfeuern. Habe ich deinen Segen, Albert? Ja. Dankeschön, Albert. Dankeschön. How can you fail? Worthless ghost. Neue Mission. Albert! Verdammt, noch eins. Alternativen, mein Freund. Ich benötige ganz schnell, ganz dringend Alternativen. Merkwürdige Animation, wer da hochgeklettert ist. Gut. Der Kanone ist anscheinend die Munition ausgegangen. Du musst weitere Munition finden, wenn du in die Burg gelangen willst. Vielleicht weiß Anthony etwas, wenn du ihn finden kannst. Mein Urgroßvater Anthony? Halt die Backen, Finsternis. It's no use, old chap. Won't work without a shell. You need to find one. Somewhere else. All right, then. All right. You are without hope. Die Frage ist, wo finden wir so ein Ding, ne? Okay, wenn die Finsternis schreit, tut es ihm weh. Ich glaube nicht, dass ich dich sterben lassen kann. Ich glaube, die Finsternis wird das leider nicht zulassen, mein Sohn. Okay, gibt's hier irgendwo einen Seitenweg? Hier geht's rüber zur Burg. Aber das Tor ist ja noch nicht aufgesprengt. Wow, wow, wow! Das war räudig. Das war richtig, richtig räudig. Da kommt einfach so ein Flugzeug und shootet mich von der Brücke runter. Und die Finsternis, sie schreit wieder. Okay, irgendwo anders. Irgendwo anders ist ja auch da drüben. Alles ist irgendwie irgendwo anders. Ah, warte mal, da steht doch jemand rum. Ich glaube, das ist kein netter Dude. Nope, das ist keiner von den netten. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Granaten-Lonny. So, ich hol mir hier mal einen Schütze dazu. Und runter mit den alten Pestherzen. Okay, ich glaube, das ist der richtige Weg. Kamikaze. Eigentlich wollte ich haben, dass er den da hinten sprengt, aber irgendwie hat er keinen Bock drauf gehabt. Ey, 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 ey. Ah, Mist, der steht wieder auf. Achtung. Ey, dieser Soundtrack, ich liebe ihn. Dass wir da noch keinen Film haben zu The Darkness, aber wahrscheinlich ist das Franchise einfach nicht groß genug.
Einer hat geschrieben, gehört The Darkness nicht in das Universum von Batman? Nein. Nein. The Darkness ist kein DC-Comic. Ich glaube, Dark Horses war's, ne? The Darkness ist was völlig Eigenständiges. Aber ich glaube, es gibt ein Crossover mit Batman. Weil Batman hat so gut wie mit allem, was lebt und existiert, ein Crossover. Batman und der Predator, Batman und das Alien, Batman und Spawn, Batman und die Simpsons, Batman und die Schlümpfe, Batman und die Turtles. This is the wrong way. Also wenn du sagst, das ist der falsche Weg, dann ist es der richtige Weg. So viel ist schon mal klar, Bruder. Ja, The Darkness ist was ganz Eigenständiges. Ab ins Dorf. I never felt like I needed much. Place to sleep, food and drink. Maybe a piece for protection. I need a cannon shell. Need a little hope. I need to know why the darkness is lying to me. I need to see you again. Ist Jackie eigentlich auch unsterblich im Sinne von er altert nicht? Ich weiß es, also die Comics ist auch ewig lange her. Als ich die gelesen habe, das ist so lange her. Ich habe hier auch gar keine. Wenn, habe ich die alle bei meinen Eltern. Irgendwo im Keller habe ich eh eine riesige Comic-Kiste. Ey, ich war früher so verrückt nach Comics. Ich habe die alle gesammelt, archiviert. Klar, ich habe die Dinger auch gelesen, Gott sei Dank. Ich finde es immer sehr schade, wenn man Dinge nur sammelt und nicht spielt. Ich meine, ich sammle auch Magic-Karten, aber ich spiele sie auch. Weil es einfach ein schönes Spiel ist. Und jedenfalls habe ich die halt damals. Done, old chap. His Majesty's can never be of service. Don't hesitate to ask. I need to find Anthony Estacado. You know where he went? Well, it's all a bit hectic and whatnot. The Yank went off to the trenches. He said he was expecting you. Said he was getting things ready. Sorry, it's all I can remember. Ignore them. I hate you, Jackie. They always follow me. Okay, jetzt Richtung Schützengraben. Wo geht es denn zum Schützengraben? Na, hier schon mal nicht. Erinnert so ein bisschen an Wolfenstein. Return to Castle Wolfenstein ist auch so ein Spiel, müsste eigentlich auch auf dem Kanal vertreten sein. Absolut eines der besten Spiele aller Zeiten. Okay, Trench. Ja, und jedenfalls habe ich meine Comics immer alle sehr behutsam behandelt. Das versuche ich auch meinem Sohn weiterzugeben. Der hat Kinderbücher und ich mag es halt nicht. Ich meine, klar, die werden nicht aussehen wie neu. Ja, es ist ein kleines Kind und es sind Kinderbücher. Ne? Bevor jetzt einige sagen, ey, aber lass das Kind doch Kind sein. Es geht eher darum, dass ich ihm auch immer sage, ey, guck mal, zieh nicht an der Seite, es geht kaputt und so. Ich finde, es ist wichtig, dafür ein Verständnis zu haben. You've done a cracking good job, Jackie. An absolute bloody corker. Our chaps can finally take the offensive. It's all thanks to you. Look, I want you to do something for me. I want you to take this to my wife, Mrs. Hazelgrove. When you see her, tell her I loved her, would you? Tell her Charlie always thought of her, no matter what time or place. I know the situation was a bit of a bugger, but no matter what, the thought of her kept me alive. She was my light in the darkness. Arme Schweine hier unten. Miss Hazelgrove.
Aber das ist ja der Erste Weltkrieg. Wie lange liegt der denn hier schon zurück? Ich meine, das Spiel... Spielt das 2007 oder... ein bisschen in der Vergangenheit? Crying foul because it knows I'm about to gain control. Because it's afraid. Finally, you're back. You got the darkness running scared, Jackie. I can sense it in the air. Get onto the tank, Jackie. Man the gun, I'm driving. We got some payback to deliver. Ja, und jedenfalls zurück zum Thema. Also, ich finde es wichtig, dass man mit seinen Sachen gut umgeht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut mein Spielzeug aussieht, wenn ich so Dinge wieder irgendwie auskrame aus der alten Mottenkiste, End of the Road. Bin ich jedes Mal wieder beeindruckt. Oh, das sieht ja noch richtig gut aus. Auch meine Magic-Karten, ich war 9, als ich angefangen habe mit Magic. Und stellenweise sind die sogar noch Mint. Also Near Mint, ja. Wo ich mir auch denke, krass. Letztens eine Karte ausgepackt, ein Foil, ach Gott, wie heißt die denn? Ist kein Riesenwuchs, aber sowas ähnliches. Kriegst du 7 plus 7. Oder heißt sie doch Riesenwuchs? Keine Ahnung, ich hab's gerade nicht im Kopf. War auf jeden Fall Foil. 90-Euro-Karte gefunden. Sieht aus wie neu, dachte ich auch nur so. Gut gemacht, kleiner Kies. Gut gemacht. Und ja, meine Comics habe ich alle immer ordentlich behandelt. Dann in diese Comichüllen reingemacht und in so eine Comicbox reingelegt. Und ich hatte immer die Illusion, dass es irgendwann mal was wert. Ich meine, die Comics sind 20 Jahre alt. Älter sogar. 25 Jahre alt. Noch älter stellenweise. Ich dachte immer, das wird irgendwann mal einen Wert haben. Egal, hat gar keinen Wert. Komplett wertlos. Komplett wertlos. Mehr als emotionaler Wert hat das Zeug nicht. Leider haben sich Comics nicht sehr gut entwickelt. Mann, wie man einfach keinen von denen zerlegt von diesen Fliegern. Aber cool, dass sie so eine Mission eingebaut haben, ne? Endlich! Jo, da gehen ein paar von denen down. Wow, 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 wow! Sniper, wo ist ein Sniper? Wo ist ein Sniper? Oi, 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 ganz schön holprig. Bada bum, Baby. Alter, dass wir da an der Brücke vorbeikommen, ne?
Das war ganz schön gewagt, Bruder. Wisst ihr, was für ein Spiel ich auch richtig nice fand? 50 Cent. Nur das Problem ist da die Lizenzmusik. Das besteht ja quasi nur aus Lizenzmusik. Perfekt eingeparkt. So muss das. Sieht gut aus. There for sure. Goddamn tank almost crushed my spine. Hey, you don't look so good, Jackie. I'll go find something to get you out of here. Don't go anywhere, kid. Alter, what the fuck? Oh mein Gott, was für ein hässliches Drecksvieh! Urgroßvater? Schlaganfall. I think I see it, Jackie. I know what went wrong with the darkness. All those years alone to think it lived a thousand lifetimes and it just went insane. It was us, see? We're the big mistake. Prevail.
Die Finsternis ist also nur einsam. Seit Äonen existiert sie. Und hat einfach niemanden zum Reden. Auch die Finsternis braucht Liebe und Nähe. Tja, Kumpel. Ich bin für dich da. Ey, du bist gar nicht so übel, Finsternis. Du bist gar nicht so übel. Jetzt bist du nicht mehr allein. Jetzt hast du mich an der Backe. Oh, ich dachte, das wäre irgendwas zum Einsammeln. Mhm. Seit Jahrhunderten, aber... Der Erste Weltkrieg ist ja keine Jahrhunderte her. Plural. Hey, keiner von uns beiden wird jemals wieder allein sein. Wir sind forever together. Burg. What if you get to the end of the line? I mean, what then? Maybe there is a way out. And I just can't find it yet. Or maybe it's through here. In the heart of the darkness. Or maybe I'm just walking into a trap. Vielleicht. Vielleicht will sie deinen Geist wegsperren. Auf ewig. Das Projektil kann rollen. Wow, 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 wow. Hey. Na gut, da komme ich nicht hoch. Wo war denn der Schütze? Au, 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 au. Okay, einer weniger. Alter, wir haben Geländer wieder auferstehen. So, ihr zwei Lümmel. Warum kann ich euer Herz nicht schnabulieren? Weil er im Geländer hängt? Huh. Sie lebt. Einmal. Kein Herz ist vom alten Jackie sicher. Und auch kein Liebesbrief. Ich krieg sie alle. Die Herzen und die Briefe. Was steht da? How? Hi? 23. Mit Geschütz. Jetzt wird hier nochmal ganz schön abgerailroadet. Da kommen sie, die Doppeldecker. Moment, ein Flugzeug. Mehr kommt da nicht. Ja gut, die stehen ja eh wieder auf, ne? Also... lohnt sich nur so halbwegs. Friss ihn! Wo ist der Fritz? Hey, hey! Das gibt's doch nicht! Friss ihn! Wo kommst du denn? Friss ihn! Jetzt sind wir mal gut hier.
So, ich komme hoch. Oh, hier drüben sind auch noch welche. Für die Herzen. Komm schon, wirk es runter. Schmatz das Ding hier runter, Kumpel. Oh, guck mal, der hängt da wieder am Geländer. Da können sie sich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht wiederbeleben. Der gute alte Geländertrick. Ah. Konnte sich doch wiederbeleben. Ach komm schon, Alter. Vor was hast du so Angst? Deine Sozialphobie ist ja richtig erschreckend. Mach du mal. Mach du mal, Bruder. Die Burg, das Herz der Finsternis, wo all das Böse lauert, all der Schmerz. Isolation, Einsamkeit. Upon your teeth to the grindstone. I'll tear your mind. I'll boil your eyes. Ach Mann, was für ein geiler Job, was die Stimme angeht. Kann er jetzt sagen, ey, das ist doch bestimmt alles irgendwie mit Computer generiert und irgendwelche Filter und sowas. Das kann doch jeder, die Stimme. Aber ihr müsst euch mal das Making-of anschauen. Mike Patton klingt halt wirklich so. Also da ist zwar auch eine Nachbearbeitung natürlich da, aber die... Ihr müsst es sehen. Ihr müsst es sehen. Da werdet ihr auch sagen, jep, der Mann ist einfach die Finsternis. Also wenn einer Stimmen machen kann, dann er. This is the heart of the darkness. It's where the creature dwells. I think this is the end of the line. Ist es das, mein Freund? Ist es das? Don't let it win. So, was die Finsternis zu bieten hat, in der nächsten Folge. Es wird verstörend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss!